Und dann erzähle ich einmal kurz, was das Thema meiner Stunde bzw. das Thema der Stunden meiner Woche ist und war. Und zwar stand diese Woche oder steht das Thema Twists im Vordergrund. Und wir werden relativ viel uns drehen, uns twisten und den Benefit von Twists genießen. Denn Drehungen verursachen oft eine Entspannung der Rückenmuskeln. Die werden gedehnt und besser durchblutet. Die Brustwirbelsäule wird mobilisiert, die ganze Wirbelsäule viel, viel durchbewegt, sodass auch die Flüssigkeit zwischen den Wirbelkörpern wieder besser fließen kann, eine gute Beweglichkeit hergestellt wird und ihr euch eventuell nach der Stunde etwas entspannter und gelöster fühlt. Wir beginnen im Liegen mit einem Twist. Das heißt, du kannst das Kissen zur Seite nehmen und dich erstmal auf den Rücken ablegen mit aufgestellten Knien. Lege dich also erst einmal auf den Rücken ab und wenn du möchtest, lege die Hände erstmal auf den Bauch. Und atme ein paar Mal tief in deinen Bauch hinein, sodass die Bauchdecke sich hebt und senkt, wenn du atmest. Die Augen kannst du gerne zufallen lassen und die Lippen öffnen und gerne mal durch den Mund ausatmen, wie wir das ja so oft zu Beginn der Yogastunde als Entspannungsatem üben. So, schau einmal, ob du vielleicht die Ausatmung verlängern kannst. Tief also durch die Nase einatmest und lange durch den offenen Mund ausatmest. Nimm einmal wahr, wie geht es dir heute Morgen? Wie fühlst du dich körperlich? Energetisch und auch emotional an diesem Tag. Nimm noch drei tiefe Atemzüge in den Raum deines Bauches zum Sitz deiner inneren Sonne. Mit dem Gefühl, dass du dich mit jedem neuen Atemzug auftankst mit neuer Energie. Das Schöne ist, die Drehungen, die Twists haben auch eine Wirkung auf unseren Bauchraum. Die inneren Organe werden sanft massiert, die Bauchdecke gedehnt in den Drehungen. Löse nun langsam ausatmend die Hände von deinem Bauch und breite sie seitlich auf den Boden liegend wie Flügel aus. Deine Füße und Knie stellst du nah zusammen und dann mit dem Ausatmen lässt du deine Knie nach rechts für den liegenden Scheibenwischer sinken und den Kopf drehst du nach links. Dann holst du die Knie wieder nach oben zurück, wechselst die Seite, kommst wieder nach oben und wechselst wieder die Seite, sodass deine Knie von rechts nach links fallen. Und dein Kopf sanft von rechts nach links in die Gegenrichtung immer wieder dreht. Atme dabei tief, tief ein und tief, tief aus. Bringe dann langsam die Knie wieder zurück zur Mitte und zieh dir das rechte Knie mit beiden Händen an den Bauch ran. Halte für einen Moment die Dehnung in der Hüfte. Lege den Kopf bequem ab. Atme tief ein und tief aus. Und wer möchte, kann langsam in den Yoga-Atem übergehen, ins Ujjayi Pranayama. Falls du nicht erkältet bist, falls deine Nase offen ist, kannst du gerne diese Atmung durch die Nase in dieser Stunde beibehalten.
oder du atmest immer mal wieder zwischenzeitlich durch den Mund aus. Jetzt streck mal das rechte Bein lang nach oben. Greife mit den Händen an die Rückseite des Beines und kreise mal mit dem Fuß. Kreise mal mit dem Fuß in beide Richtungen. Und dann halt den Fuß wieder still und zieh das Bein eventuell noch ein bisschen näher zum Oberkörper, sodass du auf der Rückseite des Beines eine Dehnung spürst. Halte die Dehnung für ein paar Atemzüge. Atme nochmal tief ein hier und mit dem Ausatmen beuge dein Knie wieder ein. Stell den linken Fuß auf, schlage das rechte Bein über das linke und lass dann die Knie nach links sinken und breite die Arme nochmal aus und schau nach rechts. Und bleib hier für ein paar Atemzüge in diesem etwas intensiveren Twist liegen und atme deinen Rücken entlang. Rechtes Bein ist über das linke geschlagen, Knie fließen nach links, Kopf leicht nach rechts. Atme entlang deines Rückens ein und aus mit Yoga-Atem. Nimm noch einen tiefen Atemzug und dann hol deine Knie langsam wieder zur Mitte zurück. Beide Knie diesmal und schaukel gerne links, rechts ein bisschen auf dem unteren Rücken hin und her. Und massiere sanft diesen Bereich. Dann stell den rechten Fuß auf und schnapp dir dein linkes Knie, verschränk die Finger hier und zieh das Knie erstmal runter zum Oberkörper. Atme tief und gleichmäßig. Spüre einmal die Dehnung jetzt in der linken Seite des Beckens. Lass deinen Atem hörbar werden. Atme noch einmal ein und aus. Und dann strecke das Bein nach oben aus. Falte die Hände auf der Rückseite des Beines. Und beginne erstmal mit dem Fuß zu kreisen. In beide Richtungen. Dann lass den Fuß still und konzentriere dich auf die Dehnung auf der Rückseite des Beines und zieh das Bein eventuell ausatmend ein bisschen tiefer, aber lass es relativ gestreckt. Und dann weck einmal die Rückseite deines linken Beines heute Morgen auf und lass ein paar tiefe Atemzüge in die Stellen fließen, die gedehnt werden. Genau, wer an den Fuß drankommt, kann natürlich auch den Fuß greifen. Wer freitags morgens schon so flexibel ist. Okay, von hier aus beuge dein Bein ausatmend ein, schlage das linke Bein über das rechte, breite die Arme wieder seitlich aus und mit dem Ausatmen lass das Knie, das linke Knie zur rechten Seite sinken und schau zur linken Hand. Wenn dir der Twist zu tief ist, kannst du dir die Blöcke oder Bücher unterlegen. Und dann atme wieder entlang deines Rückens, sodass du spürst, wie deine Rückenmuskeln gedehnt werden. Nimm noch drei tiefe Atemzüge. Atme nochmal aus und mit dem Einatmen bringe die Knie wieder zum Oberkörper, zum Bauch zurück. Und wenn du möchtest, greife in die Kniekehlen, nimm mit den Unterschenkeln Schwung auf und schaukel ein paar Mal über den ganzen Rücken hoch und runter und massiere die Wirbelsäule.
nächste Mal, wenn du hochkommst, komm gerne zum Sitzen, wenn es geht, in einen Schneidersitz. Wenn das unangenehm ist, in einen langen Sitz für eine kleine Twist-Sequenz im Sitzen. Halt dich mal an den Knien fest und zieh den Rücken richtig schön lang. Atme dich nochmal in die Länge und mit dem Ausatmen, das ist wichtig für unsere Stunde heute, setze Uddiyana Bandha. Zieh den Bauchnabel nach innen und leicht nach oben. Mit dem Einatmen spür wieder, wie die Bauchdecke sich dehnt. Und mit dem Ausatmen zieh wieder den Bauchnabel nach innen und nach oben. Noch einmal einatmen tief. Ausatmen, den Bauchnabel nach innen und leicht nach oben ziehen, um den unteren Rücken zu stabilisieren und Kraft in deine Mitte zu bringen. Jetzt löse einatmen die Hände von den Knien, zieh sie nach oben, atme hier einmal tief ein. Und wenn du die Arme hochziehst, versuch die Schultern unten zu lassen. Arme sind zwar angehoben, aber Schultern tief. Atme hier noch einmal tief ein und dann twisten wir nach rechts. Also die rechte Hand hinter dich, die linke rechts ans Knie. Der Blick geht über die rechte Schulter und du atmest hier tief wieder die Drehung in deinem Rücken entlang. Du löst nun ausatmen, nur die rechte Hand hinter dir, hältst dich mit der linken Hand fest und ziehst den rechten Arm quer über den Kopf. Und dehnst einmal deine Seite auf. Du kannst jetzt zur Seite schauen oder nach unten. Oder nach oben und dich noch mehr in der Brust aufdrehen. Schau mal, was für dich passt. Atme nochmal ein und mit dem Ausatmen fließt die rechte Hand auf den linken Oberschenkel. Die Arme sind gekreuzt und das Kinn zieht zur Brust. Schick den Atem tief zwischen deine Schulterblätter. Und löse den Kiefer. Jetzt hebe den Blick, die Arme sind gekreuzt. Du hebst die Arme an für die Adlerarme und nimmst die linken Fingerspitzen an Unterarm oder Handfläche. Du atmest ein und hebst die Ellbogen, vielleicht auch den Blick Richtung Decke. Du kommst in eine kleine Rückbeuge. Mit dem Ausatmen ziehst du die Ellbogen zum Nabel und schaust nach unten. Einatmen, wieder gerade, die Arme lösen, öffnen und ausstrecken nach oben, einatmen. Achte nochmal drauf, ausatmen, Nabel nach innen ziehen. Nochmal tief einatmen. Ausatmen, wir twisten nach links. Linke Hand hinter dich, rechte Hand, linker Oberschenkel, Blick über die linke Schulter. Dreh das Kinn auch mit nach links für die Dehnung im Nacken. Atme tief durch die Nase und lass den Unterkiefer locker. Löse nur die linke Hand, atme aus und zieh einatmend den linken Arm quer über den Kopf. Du kannst nach unten schauen, zur Seite oder nach oben und die Brust aufdrehen. Atme schön tief. Ausatmend fließt die linke Hand auf den rechten Oberschenkel, die Arme kreuzen sich, das Kinn zur Brust. Der Rücken rund. Der Atem fließt zwischen die Flügel, zwischen die Schulterblätter. Der Kiefer ist locker. Der linke Ellbogen liegt jetzt über dem rechten. Du hebst nur die Hände, die Ellbogen bleiben so. Und dann für die Adlerarme bringst du die rechten Fingerspitzen an Unterarm oder Hand. Du drehst die Daumen Richtung Gesicht, atmest ein, hebst die Ellbogen, hebst den Blick. Und lehnst dich leicht zurück. Ausatmen, ziehst du die Ellbogen zum Bauchnabel und machst dich ganz rund. Einatmen, wieder mittig. Die Adlerarme lösen, nochmal lang nach oben strecken, einatmen. Und mit dem Ausatmen sinken die Hände auf die Knie zurück. Wechsel einmal die Füße. So dass jetzt der andere Fuß vorne ist oder wenn das unbequem wird, wechsel gerne in die Grätsche oder in den Heldensitz. Atme aus, halte dich an den Knien fest und werde ganz rund im Rücken, lass dich zurücksinken. Atme ein, hebe die Brust und den Blick
und öffne die Vorderseite. Atme aus, werde wieder rund und klein. Atme ein, richte dich wieder auf und öffne die Vorderseite. Du kannst die Übung auch im Heldensitz machen, wie du möchtest. Und lass uns ein paar Mal den Kamelritt wiederholen. Und die Rückseite und die Vorderseite aufdehnen. Einatmen, Vorderseite aufdehnen. Ausatmen, Rückseite aufdehnen. Du kannst gerne dabei die Augen schließen. Wir machen die Übung noch eine Minute. Eine wunderschöne Übung gegen Rückenschmerzen. Nimm deinen Yoga-Atem mit. Und wenn du rund wirst, zieh noch ein bisschen den Bauchnabel ein. Letzte drei Wiederholungen, Kamelritt, vor und zurück in einem schönen Rhythmus. Noch einmal rund werden, ausatmen und mit dem Einatmen einmal aufrichten, die Hände über die Seite mit nach oben nehmen, schulterbreit, die Hände vor dir auf der Matte absetzen. Wir kommen einmal in den Vierfußstand und falls du noch Strümpfe anhast, kannst du die gerne ausziehen. Wenn du magst, lege deine Blöcke oder Bücher vorne neben die Matte. Dann stell die Zehen auf und schieb dich einmal in den herabschauenden Hund. Atme ein und aus und geh auf der Stelle spazieren, heb die Fersen im Wechsel und senke sie wieder ab. Lass den Kopf hängen. Atme gleichmäßig. Und bringe eine sanfte Bewegung in deinen Körper. Komme wieder in den stillen, herabschauenden Hund. Schiebe dich einatmend mit den Schultern über die Hände in das Brett. Lass direkt die Knie sinken, Fuß spannen und komm entspannt auf in die Bauchlage. Atme ein für eine kleine Cobra. Atme aus, lass dich wieder sinken. Atme ein, komm wieder nach oben. Und nochmal in den herabschauenden Hund. Diesmal hebe beide Fersen, wenn du einatmest. Lass beide Fersen sinken, wenn du ausatmest. Heb beide Fersen, wenn du einatmest. Senk beide Fersen und wiederhole. Wenn du das nächste Mal die Fersen hebst, fließe wieder in den Liegestütz, direkt Knie ablegen, Fuß spannen und den Rest des Körpers ausatmen für ein Mini-Vinyasa, leg die Stirn an. Atme ein und hebe dich in eine kleine Cobra, Schultern ziehen zurück. Ausatmen, lass wieder sinken. Einatmen, Druck in die Hände, Vierfußstand. Und wir gehen noch ein drittes Mal in unserer Warm-up-Phase in den herabschauenden Hund. Und diesmal twisten wir den herabschauenden Hund. Rechtes Knie zieht ausatmend nach links. Ein zurück zur Mitte, aus, linkes Knie zieht nach rechts rüber. Ein zurück zur Mitte und holt noch zweimal den Twist genießen. Und richtig schön im Becken kippen. Vielleicht spürst du auch, wie die Flanken hier nochmal schön aufgedehnt werden. Und diesen Twisting Dog, den machen wir heute ziemlich oft. Sehr gut, dann komm wieder in den normalen herabschauenden Hund, in den Walking Dog. Gehst du wieder spazieren und kommst mit kleinen Schritten nach vorne. Zwischen deine Hände, die kannst du jetzt einmal ausschütteln. Und auch die Handgelenke einmal ein bisschen lockern. Gerne immer hier unten mal die Lippen pusten, wenn du magst. Und dann greif dir einmal deine Waden und zieh dich in eine sanfte Vorbeuge. Gerne kannst du die Knie erstmal noch einbeugen. Einatmen, Druck mit den Händen gegen die Schienbeine, mach dich lang. Ausatmen, zieh den Bauchnabel ein und komm den ganzen Weg nach oben. Wenn du einatmest, nimm direkt die Arme mit über den Kopf.
Schließe die Hände über den Kopf, Füße hüftbreit. Atme aus, zieh nochmal den Nabel ein. Atme nochmal tief ein, beuge dein linkes Knie und öffne einen Twist nach rechts, die Arme wie Flügel öffnen und nach hinten zur Hand schauen. Hand in Schulterhöhe, Daumen nach oben. Sehr schön. Einatmen, beide Hände wieder nach oben, zurück über den Kopf. Ausatmen, rechtes Bein beugen, Twist nach links. Dreh dich nochmal richtig schön auf, nur noch einen Atemzug hier. Ausatmen, wieder nach vorne und oben einatmen. Hände diesmal schulterbreit. Ausatmen, lass dich langsam sinken, greif nochmal deine Waden, lass den Kopf hängen. Einatmen, nimm die Hände auf die Schienbeine, mach dich wieder lang. Atme tief aus, lass die linke Hand vor dich auf den Boden sinken und beuge das linke Knie. Atme ein, hebe den rechten Arm. Schau der Hand nach. Atme aus, rechte Hand ersetzt die linke. Rechtes Knie beugen und der linke Arm hebt. Ausatmen, beide Hände wieder zurück auf den Boden oder auf die Schienbeine. Einatmen, nochmal langer Rücken. Aus, jetzt die Hände ablegen und einmal einen großen Schritt nach hinten gehen in den herabschauenden Hund. Erstmal hier ankommen und wieder schauen, sind die Hände schulterbreit, Füße hüftbreit, Kopf tief, sind die Schultern breit und der Rücken lang. Und dann atme einmal tief in deinen Rücken hinein und mit dem Ausatmen zieh nochmal den Nabel ein. Jetzt beginne wieder zu twisten, rechtes Knie zieht nach links, wenn du ausatmest. Ein, zurück zur Mitte, ausatmen, twist zur anderen Seite. Sehr gut. Ein wieder herabschauender Hund, aus Fersen tief. Einatmen, fließe nach vorne in das Brett, leg die Knie ab. Und die Füße auf den Spann, bleib hier, du bist jetzt im Vierfußstand. Atme ein, hebe den rechten Arm und schau der Hand nach. Atme aus, Hand wieder tief. Atme ein, hebe den linken Arm. Atme aus, wieder tief. Atme ein, hebe die Brust und lass die Ellbogen eng, wenn du ausatmend in die Bauchlage sinkst. Atme ein, hebe die Brust, die Füße vielleicht auch noch an und spüre die Stärkung der Rückenmuskeln. Ausatmen, lass dich wieder sinken. Machen wir nochmal einatmen, wieder Stirn, Brust, Füße, vielleicht auch noch Knie anheben. Ausatmen, wieder absinken und ein drittes Mal hochkommen und die Rückenmuskeln auch stärken. Wir wollen die zwar heute viel dehnen, aber auch ein wenig stärken. Ausatmen, wieder tief. Einatmen, Schub in die Hände, Vierfuß. Und es geht in die Kindeshaltung. Atme schön tief, lass die Arme gerne vorne. Lass das Gesäß tief sinken. Und schick den Atem über deine Wirbelsäule. Zieh mit dem Ausatmen wieder den Bauchnabel ein. Einatmen, komm langsam wieder zurück in den Vierfußstand und nimm den rechten Fuß mit nach vorne. Drücke in den rechten Fuß und richte dich langsam auf. Dreh die Hände auf, gib festen Druck vorne auf den Fuß und schau, dass Knie und Knöchel in einer Linie sind. Atme tief ein, lifte die Arme über den Kopf und twiste nach rechts mit dem Ausatmen, schau nach hinten. Fester Druck in den Fuß vorne. Atme ein, mit den Händen wieder über den Kopf finden, Hände schließen. Ausatmen, Namaste vor das Herz. Einmal einatmen hier, ausatmen, linker Ellbogen an rechten Oberschenkel und Blick nach rechts. Dreimal tief atmen und die Hände mit der Daumenwurzel vor dem Brustbein platzieren. Möglichst so weit wie möglich in der Brustwirbelsäule aufdrehen. Das Allerwichtigste, ihr Lieben, ist es, tief zu atmen. Atme aus, dreh
Dreh dich wieder zur Mitte zurück, atme ein. Atme aus, zieh nochmal den Bauchnabel nach innen, ganz sanft und subtil. Einatmen, streck die Arme. Ausatmen, lass die Hände auf Blöcke oder Fingerspitzen sinken und strecke dein vorderes Bein. Einatmen, beugst du es wieder. Wenn du die Blöcke nimmst, ist die Übung viel einfacher. Ausatmen, lehnst du dich wieder zurück. Einatmen nochmal nach vorne und ausatmen nochmal zurück. Einatmen nochmal nach vorne. Wir strecken jetzt auch das hintere Bein. Einatmen, ausatmen, linker Fuß neben dem rechten, Glocke zur Seite, auslockern. Gerne Atem pusten. Waden greifen und in die Tiefe ziehen. Einatmen, Hände auf Schienbeine, mach dich wieder lang. Atme aus, zieh den Nabel ein. Löse die Hände, komm nach oben, atme ein, die Hände über den Kopf. Beuge das rechte Knie, twiste nach links, atme aus, Daumen nach oben. Atme ein, die Arme fließen nach oben. Linkes Knie beugen, twist nach rechts, ausatmen. Einatmen, wieder nach oben, zurück, Hände diesmal schulterbreit. Ausatmen, fließe in die Vorbeuge. Einatmen, langer Rücken. Aus, setz die rechte Hand vor dich auf die Matte oder auf einen Block. Beuge das rechte Knie, atme ein, lüfte den linken Arm. Ausatmen, linke Hand tief, löse die rechte Hand, atme ein, beuge das linke Knie, twiste. Probier mal, ob du noch weiter zurückgehen kannst mit dem Arm. Ausatmen, wieder tief, Hände auf Schienbeine, Rücken lang einatmen. Aus, Hände auf die Erde. Und der große Schritt zurück, nach hinten, in den herabschauenden Hund. Denk nochmal dran, dass der Rücken ist lang in dieser Position. Wir twisten, atme ein, linkes Knie zieht nach rechts, atme aus. Atme ein, Mitte, aus zur anderen Seite. Atme ein, Mitte. Atme aus, die Fersen tief. Atme ein, komm vor in das Brett. Leg die Knie ab, atme aus, Füße auf den Spann. Atme tief ein, hebe den linken Arm und öffne dich. Atme aus, senke wieder ab. Atme ein, hebe den rechten Arm und öffne dich. Atme aus, senke wieder ab. Noch einmal links, einatmen, öffnen, aus, wieder tief, rechts, einatmen, öffnen, aus, wieder tief, nochmal links, einatmen, öffnen und aus, wieder tief und letztes Mal rechts, einatmen, öffnen und aus, wieder tief, sehr gut. Einmal einatmen, aus dem Nabel einziehen und dann langsam in die Bauchlage schmelzen. Hände neben der Brust, einatmen, Stirn und Brust heben, vielleicht noch die Füße heben. Rückenmuskeln wieder kräftigen, ausatmen, sanft zur Erde und noch zweimal wiederholen. Sehr gut, ausatmen, wieder sinken, einatmen, Schub in die Hände, Vierfuß und langsam in die gestreckte Kindeshaltung ausatmen. Dreimal tief Ujjayi atmen und gerne einatmen, über den Rücken atmen, ausatmen, sanft den Bauchnabel einziehen.
Einatmen, langsam wieder in den Vierfußstand zurückkommen. Den linken Fuß mit nach vorne nehmen. Wenn dein rechtes Knie meckert, weil der Boden zu hart ist, dann nimm dir ein Kissen am besten drunter, damit du die Übung mehr genießen kannst. Atme tief ein, gib festen Druck auf den Fuß, richte dich langsam auf, öffne die Hände und hebe sie einatmend nach oben über den Kopf. Fester, fester Druck auf den vorderen Fuß, lass das Becken ruhig sinken. Ausatmen, twiste nach links, schau der linken Hand nach. Einatmen, komm wieder nach oben. Aus, Hände vor dein Herz. Nochmal einatmen hier, ausatmen, wieder sanft den Nabel einziehen. Rechter Ellbogen und am linken Oberschenkel außen. Versuch die Hände wieder mittig vor der Brust zu halten und an die Brust zu drücken. Schau nach links, dreh dich schön auf. Atme dreimal ein und aus. Noch einmal tief, tief einatmen und ausatmen. Komm langsam wieder nach vorne. Ups, fester Druck auf den Fuß. Einatmen, streck dich nochmal. Ausatmen, lass die Hände auf Blöcke oder Fingerspitzen sinken. Und beginne dann langsam, wenn du das nächste Mal ausatmest, das linke Bein zu strecken und dich über das Bein zu lehnen. Dann setzt du den Fuß wieder ab, kommst in den Sprinter einatmen und lehnst dich zurück ausatmen. Mach das noch einmal, atme schön tief. Dann streck dein hinteres Bein, schau nach vorne und mit einem tiefen Ausatmen komm nach vorne und lass dich wieder hängen. Wenn du möchtest, kannst du auch den Kiefer ein bisschen hin und her bewegen, den Kopf schütteln, vielleicht nochmal Pony atmen. Dann greife die Waden, zieh dich nochmal tief. Einatmen, Hände auf Schienbeine, mach dich lang. Ausatmen, Nabel nach innen, Beine leicht beugen, hochfließen, einatmen, die Arme mitnehmen. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Wir gehen in eine kleine Balanceübung. Nimm dir also einen Blickpunkt. Die Hände sind vor dem Herzen, das Herz hebt und die Bauchdecke ist stark. Atme ein und wenn du bereit bist, hebe langsam dein rechtes Bein. Zieh die Zehenspitzen ruhig an. Dann nimm deine linke Hand an dein Knie und schiebe deine rechte Hand nach oben. Atme aus, deine rechte Hand nach außen. Und dann beginne langsam den Daumen zu heben der rechten Hand. Atme nochmal ein und dann führe die rechte Hand und den Blick langsam nach hinten. Während du mit der linken Hand das Knie nach innen ziehst, gehst du mit der rechten Hand nach außen. Atme schön tief, dreimal ein und aus. Einatmen, bring den rechten Arm wieder zur Seite raus. Ausatmen, die Hand zum Knie, sodass beide Hände am Knie sind. Und zieh, wenn du noch Balance halten kannst, das Knie einmal noch höher zu dir ran. Atme tief aus, lass das Bein so und setze nur die Hände stabilisierend an die Taille. Lehne dich langsam mit dem Oberkörper vor und mit dem Bein zurück. Setze den Fuß sicher auf der Erde ab. Und rutsche die Füße noch ein bisschen auseinander. Du kannst jetzt das Bein hinten strecken. Wenn du merkst, es wird mir zu anstrengend, legst du das Knie bitte einfach ab. Atme hier nochmal tief ein und tief aus. Dreh dich nach vorne. Dann nimm die Arme mit nach oben, atme tief ein. Nach vorne in die Länge aus. Nach unten in die Tiefe, beide Hände neben dem Fuß ablegen und dann den linken Arm wieder öffnen. Dreimal tief atmen mit abgelegtem rechten Knie oder gestreckt.
Nochmal tief atmen und richtig die Fingerspitzen zur Decke ziehen. Ausatmen, linke Hand neben den Fuß. Fuß zurück, herabschauender Hund. Wir treffen uns in Adho Mukha Svanasana. Du weißt, wenn du mal eine kleine Pause machen möchtest, machst du eine Übung nicht mit oder gehst mal in die Kindeshaltung oder guckst kurz zu, atmest tief durch. Wer im herabschauenden Hund ist, wieder twisten. Einatmen, ausatmen, rechtes Knie zieht nach links, zurück zur Mitte und andere Seite. Sehr gut. Ein wieder zurück, Fersen tief aus. Einatmen, Fersen hoch, es kommt das Brett nach vorne. Und Achtung, wir gehen wieder direkt zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, wieder nach vorne in das Brett. Und aus, zurück in den herabschauenden Hund. Machen wir noch einmal. Ein nach vorne. Und aus, zurück. Einatmen nach vorne und die Knie ablegen, ausatmen, Füße auf den Spann. Jetzt geht der rechte Fuß nach außen. Die Außenkante drückt in die Erde und die linke Hand steht unter deiner Schulter. Du hebst den rechten Arm, atmest ein, fädelst dich unter dem linken Arm durch, atmest aus. Du fädelst dich auf, atmest ein. Und fädelst dich wieder durch, atmest aus. Dreimal für dich, wiederhole mit deiner Ujjayi-Atmung in aller Ruhe. Letzte Wiederholung. Sehr gut, jetzt Achtung, setzt du die rechte Hand unter der Schulter wieder auf. Ziehst das rechte Knie wieder unter dich, hältst hier für einen Moment, atme nochmal tief aus und neige die Nase Richtung Knie. Einatmen, streck das rechte Bein nochmal lang nach hinten aus und mit dem Ausatmen zieh nochmal den Bauchnabel ein. Bring Kraft in deine Mitte und wer möchte, löst den linken Arm nach vorne. Daumen nach oben, rechter Fuß in Hüfthöhe und super stark, sodass du merkst, dass deine Gesäßmuskulatur arbeitet. Dreimal atmen. Blick zur Matte. Noch einmal einatmen. Ausatmen, Knie und Hand wieder absetzen. Nochmal einatmen und langsam wieder in die Bauchlage sinken, ausatmen. Einatmen, entweder wieder in die Kobra mit den gehobenen Füßen oder aber du beugst die Beine und greifst zu den Füßen. Drückst in die Füße und spannst einen Bogen. Ausatmen, wieder sinken. Position 1 oder 2 wählen, einatmen, wieder aufziehen oder halt nur anheben, wie wir das am Anfang gemacht hatten, aus, wieder absenken und noch einmal in die starke Kobra oder in den Bogen kommen. Ausatmen, wieder absenken, einatmen, Schub in die Hände, Vierfußstand. Bevor du jetzt in die Kindeshaltung gehst, nimm die rechte Hand nach außen auf die Matte, die linke Hand rüber und dann probier mal diese besondere Kindeshaltung aus. Die linke Hand über der rechten, rechts auf der Matte. Und dann genieße die Kindeshaltung. Atme hier nochmal tief ein und ziehe sanft den Aus mit dem Ausatmen den Nabel ein. Dann nimm langsam wieder die linke Hand zur Seite. Hände wieder parallel. Atme ein, komm in den Vierfußstand und ausatme.
atmen in den herabschauenden Hund. Einmal tief atmen. Einatmen, rechtes Bein heben, dreibeiniger Hund. Aus, Knie unter die Nase ziehen. Ein, das Bein wieder lang strecken. Und aus, wieder unter die Nase ziehen. Ein, wieder lang strecken und Achtung, jetzt wollen wir den Fuß nach vorne setzen zwischen die Hände. Gerne einmal das hintere Knie ablegen, Fuß auf den Spann legen. Langsam, langsam wieder aufrichten. Die Hände wieder aufdrehen. Tief einatmen, die Hände nach oben anheben. Ausatmen vor dein Herz. Nochmal den Fuß vielleicht ein bisschen nach vorne krabbeln und mit dem Becken tiefer gehen. Nochmal die Brust aufatmen. Und dann drehst du in der Brust nach rechts. Nimmst den linken Ellbogen an den Oberschenkel, drückst die Hände aufeinander und schaust nach rechts. Wer möchte, kann jetzt noch das hintere Bein strecken. Wieder dreimal ab hier tief atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Sehr gut. Wer das Knie angehoben hatte, langsam wieder ablegen. Wieder zur Mitte zurückdrehen. Ausatmen. Einatmen, wieder strecken. Ausatmen, Hände auf, gerne auf die Blöcke legen für die nächste Übung oder Bücher. Und dann kannst du hier entweder das linke Knie so unten lassen oder das Bein strecken, das hintere. Einatmen. Aus, das vordere Bein aufstrecken und drüber lehnen. Ein, wieder beugen. Vorne das Knie. Aus, wieder strecken. Linkes Knie abgelegt oder aufgestreckt. Mach das noch einmal. Okay, super, dann beuge das Knie vorne wieder und schau mal, dass du den hinteren Fuß ein bisschen nach vorne holst und eindrehst. Vorderes Knie ist gebeugt, dann nimmst du die rechte Hand an die rechte Hüfte und schiebst die rechte Hüfte nach hinten. Und du versuchst, die hintere Ferse auf den Boden zu bringen. Wer möchte, kann jetzt noch den rechten Arm strecken für einen Twist. Und wer kann und möchte, kann noch das vordere Bein in dieser Position, in diesem Asana strecken. Parivrita Trikonasana. Die Hände sind übereinander, die Schultern sind übereinander und die rechte Hüfte drückt aktiv zurück. Atme schön tief. Wenn dir das so viel ist, lässt du das linke Knie unten. Sehr gut, ihr Lieben. Noch einmal atmen. Ausatmen, Knie beugen, Hand zurückholen auf den Block, hintere Ferse wieder heben, ausatmen, nochmal Becken sinken lassen und nach vorne kommen, Fuß neben Fuß, Lücke zur Seite und lockern. Sehr gut gemacht, sehr schön. Wichtig ist einfach, dass ihr immer auswählt, was euch gut tut. Und spürt, wie viel Kraft habe ich oder bin ich ein bisschen schlapp heute. Dann kannst du dir in meinen Stunden immer aussuchen, wie du die Übung machst. Greif nochmal zu den Waden und zieh dich tief. Bring nochmal die Hände auf die Schienbeine, mach dich lang, atme ein und zieh den Nabel ein, atme aus. Schließe nach oben, atme ein. Schließe die Hände über den Kopf, dann vor den Herzen, atme aus. Schließt ruhig mal kurz die Augen. Kann sein, dass euer Kreislauf angeregt ist, euer Herz ein bisschen schneller schlägt, euch ein bisschen warm geworden ist. Vielleicht ist der Atem auch schneller geworden. Dann beruhige ihn jetzt wieder für die nächste, letzte aktive Runde, bevor wir in die tiefen Dehnungen gehen. Atme nochmal tief ein. Und tief aus. Sehr gut, dann öffne die Augen. Verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß.
Hebe langsam den linken Fuß und nimm dir einen Blickpunkt. Zieh auch die Zehenspitzen an. Löse nur die rechte Hand und nimm sie an das Knie von innen. Atme aus. Atme ein, die linke Hand zieht jetzt nach oben. Atme aus, die Hand zur Seite. Daumen nach oben. Und wenn du möchtest, bleib hier. Wenn du merkst, du wackelst, dann bleib hier und zieh einfach nur das vordere Knie ein bisschen mehr nach innen. Und sonst kannst du noch die linke Hand nach hinten führen und auch nach hinten schauen in dem stehenden Twist. Konzentrier dich gut, atme tief, ärgere dich nicht, wenn du mal umkippst. Probier einfach noch einmal aus. Halte einen ruhigen und stetigen Atem. Sehr schön, dann bring die Hand wieder zur Seite raus. Atme aus nach vorne, umgreife dein Knie und zieh es eventuell noch ein bisschen an. Zauber mal ein Lächeln auf deine Lippen. Atme aus, halte das Knie so, nur die Hände an die Hüfte. Wir wollen langsam mit dem Oberkörper nach vorne. Kontrolliert den Fuß hinter dir absetzen, nach vorne ausrichten für den High Lunge. Oder den Low Lunge, kannst du dir aussuchen. Low Lunge, Knie ablegen oder High Lunge, Bein strecken. Atme tief ein, zieh die Hände nochmal nach oben. Aus nach vorne. Ein, werde lang und aus, senke die Hände neben dem Fuß auf Blöcke oder Boden ab. Mit Blöcken ist immer alles einfacher. Löse die rechte Hand und öffne in einen Twist. Wer möchte, hat ja das linke Knie abgelegt. Atme tief über deine Brust in deinen rechten Arm. Tief nochmal einatmen. Aus, lass die rechte Hand wieder zurücksinken. Atme ein, mach dich nochmal lang. Wenn du die Blöcke benutzt hast, leg sie zur Seite. Aus, dem weg in den herabschauenden Hund. Herabschauender Hund. Einmal tief ausatmen, den Nabel einziehen. Einatmen, rechtes Knie zieht nach links, Twisting Dog. Ein, wieder zurück zur Mitte. Andere Seite ausatmen. Ein zur Mitte, aus, beide Fersen tief, Kopf tief. Einatmen, roll nach vorne in das Brett, halt den Nabel innen. Atme aus, zurück in den Hund. Atme ein, nach vorne in das Brett. Halt den Nabel aktiv. Atme aus, zurück in den Hund. Einmal noch nach vorne einatmen. Knie ablegen, ausatmen. Füße auf den Spann. Linker Fuß geht zur Seite raus. Außenkante geerdet. Rechte Hand unter Schulter. Einatmen, linker Arm hebt, die Seite dreht auf, Twist. Aus, unterm rechten Arm durchfädeln. Ein, auffädeln, öffnen, weiten, weiten, weiten. Aus, wieder durch. Dreimal für dich mit deinem Atem, ein Flow von Atem und Bewegung. Versuch wirklich tief zu atmen, tief. Sehr gut. Achtung, ausatmen, Hand unter Schulter. Zieh langsam das linke Knie unter dich. Atme aus, halte die Kraft im Nabel. Atme ein, streck das linke Bein langsam nach hinten aus. Hebe die Brust. Und löse, wenn du möchtest, zusätzlich noch langsam die rechte Hand nach vorne, Daumen nach oben. Und zieh dich diagonal auseinander zur Stärkung der Rückenmuskulatur. Nimm dir einen Blickpunkt mit den Augen. Höre dich Ujjayi atmen. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Ausatmen, Hand und Knie wieder absetzen. Gerne einmal den Atem pusten.
Langsam von hier aus in die Bauchlage sinken. Jetzt hast du wieder die Qual der Wahl. Du kannst die Hände neben die Brust nehmen, Ellbogen eng, Stirn und Füße heben, Ellbogen eng und wieder absenken. Oder aber du hebst dich, beugst die Beine, hebst die Knie, greifst links und rechts außen die Füße, drückst in die Füße und schiebst dich in den Bogen Dhanurasana. Lässt dann wieder nach und ziehst dich einatmend wieder auf. Schau mal, was für dich passt. Und wiederhole noch einmal. Sehr gut. Atme aus, leg dich ab. Atme aus. Atme ein, drück in die Hände, Vierfußstand. Bevor du in die Haltung des Kindes gehst, leg die linke Hand nach links außen an die Matte, rechte drüber. Und dann lass dich in die Kindeshaltung schmelzen. Gesäß tief, Kopf zwischen den Armen sinken lassen. Kiefer lösen. Und schön tief atmen. Gerne Ujjayi Pranayama, den Yoga-Atem. Ganz langsam löse die rechte Hand von der linken. Komm einatmend wieder in den Vierfußstand. Setz die Zehen auf und schieb dich in den herabschauenden Hund. Einatmen, hebe das linke Bein für den dreibeinigen Hund. Ausziehe das Knie zur Nase. Einatmen, streck. Aus, Knie zur Nase. Einatmen, streck. Schau nach vorne, denn jetzt soll ja der Fuß mit. Nimm ihn mit nach vorne. Leg gerne das hintere Knie ab. Schau mal, dass die Blöcke wieder griffbereit sind. Leg den hinteren Fußspann ab, richte dich langsam auf, krabbel den Fuß noch was nach vorne, lass das Becken sinken, dreh die Hände auf, atme tief ein, nimm die Hände mit nach oben und aus vor dein Herz. Hebe dein Herz, wenn du einatmest, schau nach links, dreh dich schon mal von der Brust aus nach links und dann bring den rechten Ellbogen an den linken Oberschenkel außen und schau nach links über die Schulter. Wer möchte, streckt das hintere Bein. Tief atmen. Noch einmal tief atmen. Und dann komm langsam wieder nach vorne. Bein ist abgelegt oder gestreckt. Ein nochmal Hände nach oben und aus, am besten auf die Blöcke ablegen. Von hier aus das vordere Bein wieder strecken, also entweder beide Beine sind gestreckt, ausatmen, einatmen, linkes Knie beugen oder du wählst die einfachere Variante, die wir vorher gemacht haben und lässt während der Streckung das Knie auf der Erde. Dreimal wiederholen. Und dann von hier aus das Knie vorne beugen, hinteres Bein jetzt einmal strecken und den Fuß ein bisschen mehr nach vorne holen und quer, leicht quer eindrehen, leicht quer, sodass die Ferse am Boden ist. Vorderes Knie beugen, Brust heben, Druck auf die rechte Hand, die auf dem Block ist. Linke Hand, ich drehe mich mal besser um, linke Hand ist an der Hüfte und schiebt diese zurück. Du schaust auch schon mal nach links und nimmst die linke Schulter zurück. Wer möchte, linken Arm heben und linkes Bein strecken. Und dann dreh dich richtig schön auf. Wenn das zu intensiv ist, legst du einfach das rechte Knie ab. Das geht auch, wenn du das Knie ablegst. Atme nochmal tief. Schieb die linke Hüfte zurück. Lass den linken Arm zurückfließen.
Atme nochmal tief. Ausatmen, Hand wieder tief, Knie wieder beugen. Hintere Ferse wieder heben. Einmal einatmen, wer die Blöcke hatte, wieder zur Seite legen. Wir gehen nur zurück in den herabschauenden Hund, ausatmen. Einmal tief einatmen hier. Ausatmen, die Knie ablegen. Die Knie öffnen. Und wer möchte, nimmt sich die Blöcke hoch, kann. Legt die Hände da drauf. Und lässt die Brust und die Stirn sinken. Für eine wundervolle Schulterdehnung. Wenn die Schulterdehnung zu stark ist, nimmst du die Blöcke bitte tiefer. Wenn du keine Blöcke hast, nimm Bücher. Oder komm einfach nur auf die Fingerspitzen. Sehr schön. Atme hier tief. Ein paar Mal ein und aus. Lass auch wieder hier den Herzschlag sich beruhigen. Auch der Atem kommt wieder zur Ruhe. Atme dreimal tief ein und gerne durch den Mund lösend aus. Einatmend beginne dich langsam aufzurichten. Setz dich neben deine Füße und nimm die Beine mit nach vorne. Die Beine haben es sich jetzt verdient, locker sie einmal aus. Wer möchte gerne einmal lächeln? Okay, schön. Das ist gut. Ein Test, ob ihr noch lächeln könnt. Dann stell einmal den rechten Fuß auf, umarme dein Bein, zieh das Knie richtig nah zu dir ran, zieh die linken Zehen an. Atme aus, setz den rechten Fuß über das linke Bein über, umarme dein linkes Knie, atme ein, zieh den linken Arm hoch, atme aus, zirkel zurück, als Stütze setzt du hinter dir die Hand ab. Dein linkes Knie ist fest umarmt. Dreh dich mal zur Seite. Und dann schau über die rechte Schulter. Ich lade dich ein, jetzt die Augen zu schließen und die Augenmuskeln zu entspannen. Wir bleiben ein paar Atemzüge im Drehsitz Matsyendra. Eine ganz, ganz, ganz schöne Übung gegen Rückenschmerzen. Der Rücken ist ja oftmals auch der Spiegel unserer Seele. Und viele Rückenschmerzen entstehen einfach auch bedingt durch Stress, Sorgen, Ängste, Anspannung. So lass den Atem tief in deinen Rücken fließen und lass Anspannung, Sorgen, Ängste abfließen. Wer die Übung intensivieren möchte, kann noch den linken Arm einmal lösen und den linken Ellbogen vor das Knie setzen, die Hand aufstellen und dann drehst du dich noch ein bisschen tiefer und kannst das Kinn auch noch ein bisschen sinken lassen. Du musst jetzt hoch in die Brust atmen, weil der Bauch auch so ein bisschen eingequetscht ist. So versuch hoch in die Brust zu atmen. Atme noch dreimal ein und aus. Wenn du eine Übung nicht magst, dir die zu lang erscheint oder unangenehm ist, kommst du natürlich eigenständig früher raus. Noch einmal atmen. Ausatmen, nach vorne schauen. Beide Hände zurück nach vorne nehmen und dich nochmal lang ziehen. Ausatmen, den rechten Fuß lösen, das Bein einbeugen
und ablegen. Das vordere Bein einbeugen und den Fuß, den linken, auf den rechten Oberschenkel legen, sodass deine Beine eine Zickzackform haben. Wer möchte, kann die Blöcke nehmen und die Hände draufsetzen, geht aber auch auf den Boden. Und dann kannst du dich langsam ein bisschen nach vorne lehnen und mit den Blöcken oder mit den Händen nach links rübergehen, soweit es für dich geht. Und dann kannst du die Unterarme auf die Blöcke legen oder auf den Boden, die Hände falten und den Kopf sinken lassen. Sodass du mit dem Oberkörper nach links zeigst und mit den Beinen nach rechts. Lass den Kopf hängen, lass den Kiefer locker. Atme schön tief, wir bleiben eine Minute wieder in der Dehnung. Und du richtest dir bitte diese Dehnhaltung so ein, dass du dich wohlfühlst, schon gefordert fühlst. Es darf zwicken und zwacken und ein süßer Dehnungsschmerz entstehen, aber kein stressiges, unangenehmes Gefühl. Atme nochmal tief durch, ein und gerne durch den Mund aus. Wenn du auf den Unterarm warst, komm langsam auf die Hände. Komm mit den Händen oder Blöcken wieder langsam nach vorne. Nimm das linke Bein wieder lang nach vorne, helf dem rechten Bein wieder nach vorne. Und dann zieh beide Füße einmal vor dich. Setz die Hände hinter dich, hebe die Brust und lass im Scheibenwischer die Knie in einem schönen Rhythmus rechts, links sinken, Blick immer in die gegensätzliche Richtung. Ihr erinnert euch, das haben wir ganz zu Beginn gemacht im Liegen. Letztes Mal. Einatmen, wieder zurück nach vorne kommen, rechtes Bein ausstrecken, Zehen anziehen, linkes Knie umarmen und den Fuß nah ranziehen. Einmal tief atmen. Den linken Fuß über das rechte Bein setzen. Den rechten Arm nutzen, um das linke Knie zu umarmen. Erstmal, ich greife hier immer gerne nochmal meinen Unterarm und halte richtig das Bein umarmt. Ich ziehe richtig den Oberschenkel zum Bauch ran, sodass der Bauch eingequetscht ist, die inneren Organe massiert und besser durchblutet werden im Matsyendra bei dem Drehsitz. Dann erst löst du den linken Arm nach oben, atmest ein, streckst dich und setzt die Hand nah hinter dich zum Stützen. Atme aus, schau über die linke Schulter oder schließ sogar die Augen und bleib hier. Atme schön tief. In die Brust hoch, unter die Schlüsselbeine. Wer die Übung vertiefen möchte, nimmt den rechten Ellbogen von außen an den linken Oberschenkel, stellt die Hand auf. Und dann kannst du dich noch ein bisschen tiefer in der Brustwirbelsäule drehen. Entspanne dein Gesicht. Lass deinen Atem tief fließen. Spüre eine angenehme Ruhe, einen Frieden in dir. Atme entlang deiner Wirbelsäule, dem Spiegel deiner Seele. Entspanne den Rücken. Und lass die Drehung und Dehnung zu. Nimm noch drei tiefe Atemzüge hier.
Wirklich ganz langsam ausatmen nach vorne. Greife wieder mit beiden Händen zum vorderen Knie, zieh dich nochmal lang. Ausatmen, löse den vorderen Fuß. Beuge das Bein, leg es in diesen Zickzack zurück. Vorderen Fuß an den linken Oberschenkel, sodass deine Beine einen Zickzack bilden. Nimm dir die Blöcke gerne oder die Hände mit, sodass du jetzt über das rechte Knie in diesem Winkel ausgerichtet bist. Also Oberkörper nach rechts, Füße, Knie nach links. Atme hier tief ein und dann geh mit den Blöcken oder mit den Händen vielleicht noch ein Stück nach rechts rüber, nach rechts rüber, nach rechts rüber. Und dann legst du die Unterarme auf Boden oder Blöcke ab. Blöcke ist moderater. Faltest die Hände und lässt den Kopf los. Schließ gern die Augen und öffne die Lippen. Nimm wahr, wo du Dehnung fühlst und atme vermehrt in den unteren Rücken hinein. Im unteren Rücken tragen wir auch oft tiefe Spannungen. Versuch mal, den unteren Rücken zu entspannen und Energie zirkulieren zu lassen, Prana zirkulieren zu lassen im Becken- und unteren Rückenbereich. Bleibe noch für ein paar Atemzüge hier, wenn du dich unwohl fühlst. Dann kannst du immer ein bisschen höher kommen oder vielleicht mehr nach links wieder gehen oder natürlich ganz rauskommen. Atme noch dreimal tief hier ein und aus. Gerne durch den Mund aus. Beginne dich dann einatmend langsam wieder aufzurichten, auf Hände oder Blöcke zurückzukrabbeln. Bring alles wieder nach vorne zurück, ganz langsam. Nimm den linken Fuß wieder mit nach vorne, nimm das rechte Bein wieder mit nach vorne und locker die Beine gerne noch einmal schön aus. Als letzte Übung nehmen wir uns das Bolster dazu. Und wer sich schon Pulli oder Socken anziehen möchte oder eine Decke zurechtlegen möchte, weil wir danach direkt in Shavasana gehen, kann das gerne machen. Und zwar lege ich mir das Bolster, wenn ihr eins habt, quer unter die Knie. Wenn ihr Sofakissen habt oder ähnliches, könnt ihr euch jeweils ein Kissen unter die Knie legen oder einen Block. Oder eine eingerollte Wolldecke. Gut, von hier aus nehme ich meine Hände auf die Beine, streiche die Beine runter. Und während ich runter streiche, lehne ich mich nach vorne, passiv über die Beine. Und ich lege mir hier die Hände als Kissen unter die Stirn. Oder du lässt den Kopf hängen oder nimmst dir einen Block auf die Unterschenkel, wo du die Stirn drauf ablegen kannst. Schau mal, dass du dich passiv nach vorne beugst. Und in dieser Passivität dich ausruhst. Lass den Rücken ruhig runden. Versuch mal, die Arme ganz locker zu lassen, denn oftmals haben wir so eine ganz unbewusste Spannung in unseren Muskeln. Spür mal nach, wo du noch loslassen kannst. Und dann lass in der Raupe, wie man diese Übung im Yin-Yoga nennt, den Atem ganz sanft über den Rücken streichen.
über die Schultern und Nacken, über die Arme und Hände. Entspanne den Rücken, die Schultern, die Arme und die Hände mit jedem neuen Atemzug. Lass auch die Gedanken und Gefühle sanft zur Ruhe kommen. Und nimm noch 3 tiefe Atemzüge in dieser passiven Vorbeuge. Wenn du merkst, es tut dir gut, diese passiven Positionen, findet heute Abend um 18.30 Uhr noch eine wundervolle Yin-Yoga-Stunde statt und morgen am Samstag um 10 Uhr mit der Claudia. Roll dich nun einatmend Wirbel für Wirbel ganz behutsam wieder auf. Wenn du möchtest, lass die Knie auf dem Polster, nimm dir eine Decke über die Beine, stütz dich mit den Ellbogen mal auf der Matte ab und lass dich langsam und achtsam sinken. Greif ruhig nochmal unter den Hinterkopf. Mach nochmal den Nacken lang und man legt liebevoll den Kopf ab, die Arme neben das Becken. Lass den Atem jetzt frei fließen, beeinflusse ihn nicht mehr. Und wenn du möchtest, leg deine Hände nochmal auf den Bauch. Dann beobachte nochmal das Heben und Senken deiner Bauchdecke unter deinen Händen. Lass nochmal eine schöne Ruhe, einen schönen Frieden in dich einkehren. Dann atme noch 3-mal ganz, ganz tief in deinen Bauch ein und aus. Zieh dir nochmal Kraft, Prana, Energie nach innen mit jedem neuen Atemzug. Zum Zentrum deiner inneren Sonne, deinem Energiezentrum Solarplexus. Ausatmen. Löse die Hände und zieh vorsichtig ein Knie nach dem anderen zu dir ran. Wenn du möchtest, bleib so umarmt liegen oder schaukel dich ein bisschen links und rechts auf dem unteren Rücken. Lass dich auf die linke Seite kullern. Stütz die Hände auf und komm sehr leise und langsam hoch. Sitzen auf deinem Kissen. Gib dir nochmal Halt an den Knien, zieh dich nochmal richtig lang, nochmal Schultern zurück, Brust nach vorne, Nacken lang. Gerne nochmal mit einem Seufzer ausatmen. Löse die Hände nach oben, atme ein über den Kopf. Atme aus, lass die Daumenwurzeln vor die Stirn sinken.
für klare Gedanken. Atme ein, atme aus, lass die Daumenwurzeln vor die Lippen sinken für wahre Worte. Atme ein, atme aus, lass die Hände vor deine Brust sinken für ein offenes Herz. Dann lass den Kopf sinken und bedanke dich bei dir selber für deine Yogastunde heute Morgen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Namaste. Löse die Hände auf die Knie zurück, öffne die Augen zum Boden blickend, zauber gerne ein Lächeln auf deine Lippen. Wenn du den Blick in unsere wunderschöne Zoom-Runde zurückhebst. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gut getan.